Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Hallo meine Lieben. Felix ist auch dabei, er fährt gerade und Lia sitzt hier in ihrem Reboarder. Und ich dachte, ich nehme euch heute mal wieder, weil wir heute viel zu tun haben. Wir müssen einmal Post wegbringen, das seht ihr hier hinten, der ganze Kofferraum ist voll. Es hat sich einiges angesammelt, weil ich jetzt einiges noch verkauft habe. Und dann müssen wir noch zum Baumarkt kurz Farbe kaufen und dann geht's auf die Baustelle. Felix hat nämlich heute frei und das heißt natürlich, er geht immer auf die Baustelle und da drehe ich dann aber einen Bauvlog für euch. Und genau, es geht mich heute ins Badezimmer. Da müssen wir nämlich noch einige Sachen erledigen. Zum Beispiel muss nochmal neu gestrichen werden, das dritte Mal, weil wir einfach immer noch nicht zufrieden sind mit der scheiß Farbe. Und deswegen müssen wir jetzt auch nochmal neue Farbe kaufen. Und dann brauchen wir nichts mehr im Baumarkt, oder? Ein bisschen Montage schon, würde ich sagen. Ja, gut. Weil dann nach dem Streichen möchte Felix noch den Fußboden legen im Bad und dann ist das Bad auch soweit fertig. Dann muss nur die Toilette anmontiert werden. Und genau, und Schlemm noch und dann noch die Duschkabine und dann ist das Bad einfach soweit fertig und der Waschtisch natürlich auch noch. Ich bin so gespannt, wie das aussieht, wenn alles drin ist. Die Badewanne ist ja schon drin, das kennt ihr auch, glaube ich, noch gar nicht. Das zeige ich euch, wie gesagt, alles dann nachher in dem Baublock. Das kommt dann auch noch online. Und dann kann auch schon die Tür rein und dann ist eigentlich auch schon alles fertig. Also es geht jetzt echt richtig flott voran. Und wir wollen den Tag natürlich auch noch nutzen und deswegen sind wir jetzt auch, ja, beeilen wir uns ein bisschen, dass wir schnell wieder zu Hause sind und das natürlich auch dann schnell machen können. Und genau, gerade wurde noch ein Kinderwagen abgeholt. Den hatte ich noch so original verpackt, die ganze Zeit rumliegen und dann dachte ich, ja komm, jetzt verkaufe ich und jetzt wurde gerade abgeholt. Und dann, ja, sonst eigentlich nichts. Genau, das machen wir jetzt noch schnell. Einmal die Post wegbringen, dann noch zum Baumarkt und dann ab wieder nach Hause. Ich nehme euch auch noch so ein bisschen durch meinen Alltag mit der Kleinen. Wie das alles so läuft, müssen wir ja noch Mittagessen machen. Heute gibt es Geschnitzeltes, glaube ich mal. Also irgendwas mit Pute auf jeden Fall. Geschnitzeltes. Ja. Und dann. Was? Nicht geschnitzeltes, geschnitzeltes. Aha. Wie genau, so. Das machen wir jetzt. Das ist hier mein Handlanger. Trinkst du alle auf einmal? Immer. Oh Gott. Das sind bestimmt so 20, 30 Kilo jetzt. So, Felix ist wieder befreit. Post ist weg. Hier noch so Zelle mitgenommen. So, ich war jetzt gerade in der Apotheke und habe mir so eine Herpessalbe geholt hier. Mal gucken. Sie sagt, in 5 Tagen soll es damit weg sein. So, wir sind bei Hornbach. Die Kleine sitzt hier vorne. Süß, oder? Oh Gott. So, ab zur Farbe. Brauchen Farbe. Ist die Farbe? Nee, das ist doch hinten. Fenster? Na, hier hinten ist Farbe. So, Farbe gefunden. Nur die richtige Farbe finden. Jetzt hier gibt's Grau. Da gibt's Grau? Ja. Wir können auch das hier nehmen. Im Bad. Zu weiblich. Okay. Das da? Lila? Ich gebe so genug Grau, guck mal da oben. Das ist alles viel zu dunkel. Ja, müssen wir mischen. Oh, hallo! Ich bin ja Fan von so großen Flüssen. Schau dir mal diese Augen an. Seht ihr das? Ey, zeig mal deine Augen. Boah, krass, oder? Die sind auch cool, hallo! Fische hol ich mir erst, wenn ich... Hallo, hallo, hallo! Wir haben jetzt einmal weiße Farbe wieder mitgenommen. Und schwarz, weil wir nachher ein Grau mischen wollen. Ja. So, ich schaue jetzt nochmal bei den Hundesachen. Hier sind Katzensachen. Hier. Ich finde dieses Halsband so schön, Leute. Und dieses Geschirr. Das sieht voll stylisch aus. Aber. Das passt, glaube ich, nicht so gut mit Naskos Fell zusammen, oder? Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Passt das mit Naskos Fell? Aber das sieht echt mega aus, oder?
Finde ich voll geil. So, hängen wir das mal hier hin. Oh. Ach so, oh, hier gibt es sogar Halsbänder. Und Leinen. Oh, das ist echt cool. So, schauen wir mal, wo die sind. Ach, nimm auch hier. Der ist schön. Der unten rechts, der rote. Der ist orange. Ja, rot-orange. Ja, der ist cool. So, wir waren jetzt gerade bei Rossmann noch und haben ein paar Fotos ausgedruckt, Klebe gekauft und so einen Kalender zum selber machen. Und da wollten wir jetzt für Lias Oma so einen Kalender basteln. Die hat jetzt nämlich Geburtstag am Wochenende. Und dann dachten wir, schenken wir ihr sowas. Und dann haben wir auch noch ein Fotoalbum dazu gekauft, was wir dann auch noch befüllen mit ganz vielen Fotos von der Kleinen. Und ich hoffe, da freut sie sich drüber. Die Kleine sitzt jetzt gerade hier wieder in ihrem Sitz und schaut die ganze Zeit in ihren Spiegel. Sie hatte hier so einen Spiegel da. Schaut sie mal rein und nimmt mein Portemonnaie auseinander. Ja, und dann geht's aber auch ab nach Hause. Wir waren jetzt so lange unterwegs. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Vielleicht ist es kurz noch hier in einem Laden und holt noch zwei Rollen zum Streichen. Wir haben den nämlich total vergessen. Und ja, zur Farbe gehört natürlich auch Rollen zum Streichen. Wir müssen unbedingt nach Hause wegen den Hunden. Die waren jetzt ein bisschen alleine. Und die müssen bestimmt mal Pipi. Und deswegen gleich ab nach Hause. Felix geht auf die Baustelle. Und ich mache in der Zeit dann den Kalender fertig mit der Kleinen. Muss dann aber auch noch Mittagessen machen. Also ja, steht einiges auf dem Plan. Aber werde ich schon schaffen. So, meine Lieben, sind wir zu Hause. Und ich mache jetzt gerade Mittagessen. Es gibt so Putenbruststeak mit Soße, Kartoffelpüree und Rosenkohl. Genau. Das mache ich jetzt gerade. Die Kleine habe ich jetzt gerade hingelegt oben ins Bett. Ich hoffe, dass sie mal ein bisschen schläft. Die war so müde. Hat ja noch gar nicht geschlafen heute. Und genau, deswegen habe ich sie jetzt zum Mittagsschlaf hingelegt. Schläft jetzt auch schon eine Viertelstunde ungefähr. Und genau, wir sind oben auf der Baustelle. Ich mache, wie gesagt, das Mittagessen für uns alle gleich. So, genau. Ich mache das jetzt eben fertig. Und ich habe auch nebenbei schon, kann ich euch auch noch zeigen, schon mal den Kalender gemacht. Ja, ich bin jetzt hier gerade noch bei Oktober. Da fehlen jetzt hier wirklich noch diese zwei Fotos. Zwei Stück sind hier. Und dann ist der Kalender auch soweit schon fertig. Und dann geht es hier noch an dieses Fotoalbum. Da wollte ich dann den Rest noch reinmachen, dass die Fotos, die wir noch übrig haben. Guten Morgen. Ist schon der nächste Tag. Ich habe gestern Abend nicht mehr weiter gefilmt, weil die Kleine hat jetzt Fieber bekommen über Nacht. Und genau, deswegen haben wir uns gestern Abend noch ins Bett gelegt. Vielleicht dann noch ein bisschen was auf der Baustelle gemacht. Aber die Kleine hat gestern Abend nur noch geschlafen. Und genau, jetzt mache ich mir gerade was zu essen. Die kleine Maus sitzt hier neben mir. Und ja, dann werden wir den Tag so ein bisschen genießen. Mal gucken, was wir machen. Ich denke, viel, viel kuscheln, weil die Kleine, wie gesagt, Fieber hat. Ich werde das mal so ein bisschen beobachten und wenn sie noch irgendwas anderes bekommt, auf jeden Fall noch zum Kinderarzt fahren. Ja, aber noch ist alles gut. Sie ist nur sehr, sehr quengelig, sehr, sehr anhänglich. Sie möchte immer nur bei mir sein, aber das ist ja auch in Ordnung. Und genau, jetzt machen wir das mal was zu essen oder ich mache mir was zu essen. Sie hat nämlich schon gefrühstückt, gerade mit dem Opa zusammen und genau. Dann werde ich mich auch gleich ins Video schneiden hier machen und wollte mich deswegen auch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!